Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Outlast Part 11. Mein Name ist El Pasco und wir sind jetzt aufgefordert worden, in den Garten der Anstalt zu gehen. Dann lasst uns das doch einfach mal tun. Das sieht hier alles sehr einladend aus. Oh Gott. Hallo, hallo, hallo. Oh. Wieder was zum Lesen. M-Cultura Program CIA Murray Doc Nummer 140401, Seiten 159, Auszüge. An Akte betreff Sonderprojekt Bluebird. Erstens, allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose, für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Drittens, können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Siebtens, können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens, können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Siebtens, wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine? Genau. Ja, das sind Fragen, die wir uns alle im Alltag stellen. Go, Donna! Suche Vater Martin. Ja, ey, ich habe jetzt keine Lust, mit dem Verstecken zu spielen. Das ist also sozusagen der Garten oder der Innenhof der Anstalt. Ich brauche also einen Schlüssel für dieses. Wow, wow, was bist denn du für einer? Ich glaube, der ist tot. Oh, wieder was zum Lesen. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Power. Hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht mit dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Ja, okay, wenn er das macht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt den Dämon oder diesen Wallrider kennenlernen werden. Wenn das Nachtvision ist, dann frage ich mich mal. Okay, ich hab doch. Wow, 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 wow. Scheiße, 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 scheiße. So, wir müssen schnell irgendwas finden. Ah, interessant. So, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Hey, ein Schlüssel, super. Und tschüss. Hätte nicht machen sollen. Wenn jetzt nicht dieser verdammte Donner wäre. Okay, ich lade mal kurz nach und... Ich hab scheiß Angst. Ah, fuck. Verpiss dich. Hallo? 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 Oh nein. Oh nein. Okay, ich geh da jetzt rein. Geronimo. Hallo? Schrank, Stuhl, Cast, Papier. Alles okay? Okay, super. Weiter. Hier ist nichts mehr. Und der hat wieder was hingeschrieben. Was hat er denn hingeschrieben? Gott steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen.
Glückwunsch, wir haben den Warrider gesehen. Okay, dann gehe ich mal diese schicke Leiter hier hoch. Mir wird auch nichts entgegenspringen. Ich werde auch nichts von hinten ziehen. Ich werde nichts erwischen. Gar nichts. Genau. Ich werde erstmal die Leiter wieder runterfallen. Das werde ich als erstes machen. Geschafft. Boah, ich habe gerade schon gedacht. So, weiter. Soll er jetzt runterspringen, okay. Mann, ist das düster, ey. Ist das dunkel. Mach Licht an. Oh Gott. Erstmal schön nachladen. Das wird ja immer besser, ey. Oh. Heidewitzka. Okay, jetzt müssen wir springen. Und hopp! Ah, geschafft. Wo sind wir denn hier? Okay, das ist irgendwie so ein Hinterhof oder was auch ist. Bitte keine Jumpscares. Und die Flatrate sei schon. Die Framerate spricht ein. Hallo? Okay. Da geht's raus in die Freiheit. Diese Anstalt ist echt riesig. Warte mal, konnte man da hinten hin? Boah, ey, diese Blitze. Nein, war zu. Ich muss unbedingt... Ich spare mal Batterie. Oh, das wird noch besser. Prison Block. Hey, wenigstens war eine Batterie gefunden. Na, da müssen wir also hoch, glaube ich, oder? Hä? Wo kommen wir denn jetzt hin? Die Musik wird immer schlimmer. Ah, hier entlang. Okay. Ah, Leute. Hier geht's nicht rein. Ich glaube, der Pasco wüsste... Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt hier wegkomme. Generell, was soll ich jetzt hier machen? Ah, Leute. Okay, langsam rechts echt jetzt, wo müssen wir hin, Mensch? Ach,
Ach da. Sag jetzt nein. Nein. Ah, da kriegst du was heran. Ich wollte mir jetzt aber nicht sagen, dass der Typ hier irgendwo im Garten rumlungert. Schnell da hoch, da kommt er ja nicht. Ich verstehe nicht, wieso er nicht klettern kann, aber er kann nicht klettern. Also haben wir Glück. Okay, weiter, 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 weiter. Uns geht's noch gut. Uns geht's noch gut. Uns geht's noch gut. Uns geht's noch gut. Okay, okay, wir haben nur noch eine Batterie. Schmack. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Wieder eine Leiche. Oh oh. So, wir laufen einmal im Kreis, wir können ihn ja austricksen. Du bist so leicht auszutricksen, Junge. Geh nach da, komm, komm, geh nach da. Mist. Komm schon. Böse. Und ich habe das jetzt geschafft. Müssen wir da runter? Ja, ist noch. Loser. Loser. Ich habe es geschafft. Oh, hier kann er mir ja nichts mehr anhaben. Ich hoffe es jedenfalls. Muss ich jetzt rein? Oh, interessant. Und noch eine Notiz. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen, als hätte ich wie im Kindergarten einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischer Störung. Es ist wie ein Jucken. Oh, schön. Schick. Ah, wenigstens. Oh, Batterie. Batterie, Batterie. Auch rein. Warte mal, gibt es zwei Wege? Lalalala. Nein, das war doch der richtige Weg da hinten rein. Da gehen wir mal schön noch tiefer in die Anstalt. Wo sind wir denn jetzt? Okay, da geht's nicht lang. Ich lade mal die Batterie nach. You saw the wall rider, didn't you? Ja. You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Okay, sieht aus, als ob es gebrannt hätte oder als ob man diesen Teil dieser Anstalt seit Jahren nicht mehr betreten hat. Oh yes. Was ich von Horrorspielen gelernt habe, ist, dass in jeder kleinsten Ecke könnten sich Goodies verstecken. Ist das der...
Okay, das wird mir langsam. Wow. War das jetzt wieder unser schöner verrückter Kriegsveteran oder? Okay, was hat er sich jetzt aufnotiert? Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Okay, das ist also der Waschraum gewesen. Okay. Super. Okay, okay, okay. Okay, der ist total, hinüber, den können wir vergessen. Okay, hier ist sozusagen die Haupteingangshalle. Kommen wir hier hoch? Können wir bestimmt springen. Oh, das wird ja immer besser. Oh Gott, was soll ich jetzt machen? Ja, okay, ich beende jetzt erstmal hier die Folge wieder. Ich mache mal wieder hier einen Cut. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin der Pasco. Schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Und wie immer, ihr seid jetzt raus. Ciao, Leute.